waren gute 4 Minuten Pseudo-Erotik von einer Frau, die... Pseudo-Erotik? Ja! Das passt also zu dir, oder? Ja, wir haben heute ein völlig neues Sendekonzept. Wir haben nämlich wieder mal nichts. Also ein völlig neues. Das ist doch gar nicht neu. Das ist doch unser Sendekonzept schlechthin schon in diesen 2 Jahren. Wir wollen sagen, wir haben wirklich heute was Neues vor, eigentlich was Neues, ja? Und Frank Wollert erzählt mal so, was wir dann dazu machen. Ja, Onkel Bobby hat vorhin alles nicht ins Ruder geschaut und da... Nö, stimmt gar nicht. Ach, hör auf, guck mir doch keine so minderen Sendungen an, ja, von denen ein Intelligenzcode sind, Carlo von Tito. Ja. Ich hab's doch gewusst. Nein, ich glaub mir doch kein Mensch. Ja, wie gesagt? Ja, also wir wollten erklären, was wir alles neu machen wollen heute. Alles neu macht der März. Ich dachte schon der Mai, aber der hat heute kein Lied. Dazu stehen wir im Norden und im Süden überhaupt nicht mehr. Im Norden und Süden. Was ist mit dem Westen und Osten? Ich verstehe es. Also das reicht aus mir 49%. Gut, wir wollen erklären, was es neu gibt. Es gibt mehrere Spiele, die neu sind. Und zwar das erste, der gespielte Witz. Ja, das ist ja was völlig Neues. Ich meine, aus anderen Programmen kennen wir das schon längst. Bei uns kam das bisher spontan. Und weil das Spontane bisher immer auch ein bisschen ausartete, sind wir jetzt verdonnert worden dazu, dass wir die Witze spielen. Die sind also dann per Manuskript vorhanden. Und haben wir jetzt eine Kamera aufgebaut. Und die werden gespielt und kann dann auf Videokassette in jedem guten Kaufhaus, von Karstadt bis Kaufhaus über Horten, gekauft werden. Und nach einem halben Jahr nicht erfolgte Verkäufe dann bei Aldi für 89 Jahre mal. Und Aldi, die sind nicht jugendfrei, sondern erst ab 85 erlaubt. Not under 85. Ja, okay. Aber kannst du jetzt ein bisschen kürzer fassen? Ja, okay. Da uns die Idee schon nicht ausgegangen sind, machen wir es wie John Farnham. Ihr könnt uns die Ideen liefern, ruft uns an 0621 51 91 51, erzählt uns euren besten Witz und wir spielen den nachher, wenn er wirklich gut ist, dann auch hier im Programm nach. Jawohl, okay. Und zwar immer spielen wir gegeneinander und der Beste wird dann von den Hörern bestimmt und hat dann was gewonnen. So ist es. Mach ganz eins, Michael, Alter, laberst du mir 5 Minuten Hilfe rum? Ist das ganz klar, müssen wir mal drüber reden.